Noch 8 Tage bis Weihnachten und wer noch eine echt coole Geschenkidee braucht, ist bei uns jetzt genau richtig. Mein Kollege Willi Schumann stellt Ihnen einige Gadgets, also technischen Schnickschnack vor, der nicht nur Spaß bringt, sondern auch nützlich sein kann. Der Vormarsch der LEDs beschert uns das Comeback des Spieleklassikers Senso. Um zu gewinnen, müssen die Spieler die Blöckchen schnell in der richtigen Reihenfolge drücken. LED-Lampen, die wie Glühbirnen aussehen und von der Sonne aufgeladen werden, sind ein einleuchtendes Konzept, das weltweit funktioniert. Ein tolles Produkt, was bei uns einerseits beim Campen zu gebrauchen ist. Wo es aber wirklich Sinn macht, ist halt in der dritten Welt, da wo überwiegend Strom aus Generatoren kommt. So kann man die Umwelt entlasten. Diese Katze ist eine Kamera. Die Linse versteckt sich im linken Auge. Geknipst wird mit einer Taste auf dem Katzenrücken. Ein echter Hingucker für witzige Schnappschüsse. Ihr Auge blinkt, wenn sie ein Foto macht. Also das ist auf jeden Fall anziehend für den Gegenüber, der sich dann wirklich fragt, wow, was ist das? Ein einfaches Spielzeug, es ist ein Schlüsselanhänger. Es könnte einfach alles sein, aber nein, es ist tatsächlich eine Kamera und sie macht Fotos. Auch dieses ungewöhnliche Gadget macht Fotos und Filme mit analogen Effekten. Ein großer Trend, alter Look mit neuer Technik. Bei dieser Kamera, die soll eine Filmdose letztendlich nachempfinden, ist eine digitale Videokamera drin. Witzig ist, die macht wiederum Bilder, ähnlich wie eine alte Super 8 Kamera, also auch etwas Analoges. Disco-Fans können jetzt selbst zum DJ werden. Dieser Mini-Turntable verbindet 2 MP3-Player miteinander. Die Songs können dann gemixt werden. Abgefahren ist auch diese Idee. Ein Band aus weißen LEDs bringt das durchsichtige Skateboard zum Leuchten. Das macht das Fahren im Dunkeln nicht viel sicherer, aber bestimmt viel cooler.